Ja, hallo zusammen. Ich begrüße Sie und euch zur Live-Demo zum Thema Geoverarbeitung im QGIS Modeler und mit Spatial SQL, die wir an zwei Beispielen euch vorführen werden. Wir, das sind Klaas Leiner, das bin ich, und Bernd Markus, der den zweiten Teil bestreitet. Ja, zur Geodatenverarbeitung mit dem QGIS Modeler und Spatial SQL stellen wir zwei Wege vor in der Geodatenverarbeitung beziehungsweise zum Automatisieren der Geodatenverarbeitung, weil jedem, der im GIS-Programm unterwegs ist, kennt das, man will ein räumliches Problem beschreiben oder lösen und braucht dafür verschiedene Schritte. Und da ist es natürlich spannend, diese Schritte aneinander anzuschließen, dass man am Ende einen Prozess hat, auf den man wieder zugreifen kann. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist eben das, wie hier links symbolisiert auf dieser Folie, mit den Werkzeugen von QGIS im QGIS Modeler hintereinander die einzelnen Schritte zu schalten, dort einen Verarbeitungsprozess abzubilden. Eine andere Möglichkeit ist es, direkt auf der Datenbank zu machen, mit der Datenbankabfrage SQL und den räumlichen Erweiterungen, die uns in PostGIS zur Verfügung stehen oder eben auch in dem kleinen Bruder oder kleinen Schwester von PostGIS, SQLite mit der Spatialite-Erweiterung. Das ist das Beispiel, mit dem wir heute vorgehen. Im QGIS Modeler ist die Geoverarbeitung grafisch intuitiv. Wer die Werkzeuge kennt, der kommt schneller rein und hat auch ein sehr großes Spektrum an Möglichkeiten. Trotzdem gibt es bestimmte Gründe, die vielleicht dafür sprechen, das in der Datenbank zu machen mit räumlichen SQL. Ein spannender Grund ist, dass tatsächlich Abläufe von großer Komplexität doch im Modeler irgendwann recht unübersichtlich werden. Kann das zwar auch modularisieren, aber im SQL, wenn man das so ein bisschen ordentlich schreibt und kommentiert von oben nach unten, ist es dann eine sehr gut nachvollziehbare Struktur, wie eine Geschichte, die man von oben nach unten liest. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, im SQL muss man eine Syntax lernen, muss man Wörter schreiben und das ist am Anfang erstmal ein bisschen mühevoll und vieles lässt sich auch nicht eins zu eins vom GIS übertragen. Manche gleiche Begriffe haben eine andere Bedeutung. Aber ein ganz spannender Vorteil ist, die Zeitstabilität von solchen SQL-Skripten ist tendenziell größer als die von dem QGIS Modeler-Prozess. Jeder kennt das, man hat ein großes Modell gebaut und einige, vielleicht anderthalb Jahre später und einige QGIS-Versionen später, will man das wieder nutzen und merkt, bums, das Modell läuft vor die Wand, weil sich irgendwelche Eingabeparameter geändert haben. Dann muss man nochmal nacharbeiten, dann funktioniert das auch wieder. Aber diese SQL-Skripte sind da doch zeitstabiler, dass die eigentlich auch nach Jahren so laufen, wie man sich das überlegt hat. Beispiele als letzte Folie, bevor es losgeht. Hier noch ein paar Infos zu Datenquellen. Die Skripte und Modeler-Tools haben wir hier zum Download zur Verfügung gestellt. Hier finden sich noch weitere Links zur räumlichen SQL-Syntax und zu Werkzeugen, mit denen sich SQL-Abfragen, räumliche SQL-Abfragen und Verarbeitungsprozesse umsetzen lassen. So, jetzt geht's zur eigentlichen Praxis. Wir haben hier ein Modell, Entschuldigung, ein Projekt vorbereitet. Wir sehen hier die Gemeindegrenzen von Essen und ein digitales Landschaftsmodell DLM 250 und können hier auch nach Marburg gehen. Jetzt möchte ich in einem Geoverarbeitungsprozess zeigen, wie wir den Waldanteil der einzelnen Gemeinden ermitteln. Um den Waldanteil zu ermitteln, sind natürlich verschiedene Schritte notwendig. Zum einen muss der Wald erstmal ausgewählt werden. Dann ist es natürlich notwendig, den Bezug zwischen Gemeinden und Wald insofern herzustellen, als wir das Ganze verschneiden, also die Waldflächen auf die Gemeinden zuschneiden. Dann können wir die gesamte Waldfläche in Quadratkilometern für jede Gemeinde ermitteln.
und das eben zur Gemeindefläche in Bezug setzen. Ich habe hier ein Projektmodell gespeichert. Das QGIS Modeler Tool finden wir in der Verarbeitungstoolbox. Wir können über diese Schaltfläche auch neue Modelle erzeugen. Das fertige Modell, wenn ich das jetzt aufrufe, macht es Folgendes. Es fragt mich nach Eingaben. Die erste Eingabe ist ein Layer mit den Gemeindegrenzen. Dann braucht er eine Spalte, braucht dieses Modell, wo eine eindeutige Kennzeichnung der Gemeinde ist. Das ist in diesem Fall der Regionalschlüssel, die Spalte RS. Und wir brauchen das digitale Landschaftsmodell. Das ist jetzt der Layer DLM 250. Und müssen ihm noch mitteilen, in welcher Spalte findet er eigentlich einen Hinweis, was ist die Waldfläche. Da sieht man, dass im Modell schon eine vorformulierte Abfrage ist. Die könnte ich auch über den Ausdruckseditor hier noch anpassen, wenn das notwendig wäre. Da hier unter Felder und Werte, eben unter Nutzung, sehen wir, gibt es den Eintrag Wald, Nutzung gleich Eichswald. So, jetzt, wenn ich dieses Modell anwerfe, dann wird innerhalb kürzester Zeit die Waldfläche berechnet, es entsteht ein neuer Vektorlayer. Für diesen Vektorlayer habe ich auch einen Stil. So, jetzt sieht man, aha, hier erkennt man, dass der Waldanteil angezeigt wird. Ich kann in die Tabelle reinschauen und sehe, hier ist eine Spalte mit dem Waldanteil, eine Spalte mit der Waldfläche. Und wenn ich das hier einmal ausblende, dann sieht das auch ganz realistisch aus. So, jetzt werfen wir mal einen Blick in das Modell hinein. Der grafische Modeler bildet praktisch einen Ablauf von Geoverarbeitung, so wie ich ihn auch in einzelnen Schritten mit Zwischenergebnissen so umsetzen könnte. Da ich im Modeller einen Zugriff auf die Verarbeitungswerkzeuge habe und eben die entsprechenden Werkzeuge auswählen kann. Aber ich kann hier auch Eingaben definieren, zum Beispiel einen Vektorlayer, die ganz unabhängig hier formuliert werden können von den Daten, die aktuell im Projekt vorhanden sind. Das heißt, ich kann zwar auch direkt auf die Layer zugreifen, die aktuell geladen sind, denn benötigte ich keine Eingaben, aber wenn das Modell flexibel sein soll, kann ich eben eine Eingabe definieren, Vektorlayer, zum Beispiel hier die Gemeinden und das DLM, werden hier als Eingabeaufforderung definiert oder der Gemeindeschlüssel ist eine Eingabe, die aber kein Vektorlayer ist, sondern ein Vektorfeld, also eine Tabellenspalte im Layer Gemeinden. Oder ich kann zum Beispiel auch einen Ausdruck definieren. Das ist hier diese Auswahl der Waldflächen, da habe ich vorab einen Ausdruck definiert, Waldwahl. Da ich weiß, wie die Spalten heißen, in unserem Beispiel-Layer habe ich die hier schon vorformuliert, Nutzung gleich AX Wald. An dieser Stelle kann ich natürlich noch nicht auf die Felder zugreifen, weil ja noch gar nicht bekannt ist, welcher Layer das ist. So, wenn ich Eingaben definiert habe, dann kann ich eben Schritt für Schritt Werkzeuge einbinden. Zum Beispiel das Werkzeug, nach Ausdruck extrahieren, um den Wald auszuwählen, Wald wählen und dann sieht man, dass ich statt eines Eingabelayers aus dem Projekt eine Modelleingabe verwenden kann, nämlich das DLM und auch den Ausdruck, statt den zum Beispiel hier hineinzuschreiben, aus einer Modelleingabe, nämlich Waldwahl, verwenden kann. Und nach dieser ersten Eingabe wird es eben spannend, da wir dann auf die Werkzeuge zugreifen können und die Ausgabe eines Werkzeugs als die Eingabe eines neuen Werkzeuges verwenden können. Zum Beispiel das klassische Verschneidungswerkzeug, das Intersect-Werkzeug,
kann ich hier aufrufen. Ich gehe mal in das Intersect-Werkzeug, was hier ist. Hier sehen wir das Intersect-Werkzeug, was ich hier erstellt habe, zur Waldverschneidung. Dem könnte ich hier auch noch einen Namen geben, zum Fall, dass mehrmals vorkommt, damit ich die nachher unterscheiden kann. So, die erste Eingabe ist der Gemeindelayer, aber die zweite Eingabe, mit dem ich das verschneide, ich will es ja nicht mit dem gesamten digitalen Landschaftsmodell verschneiden, sondern nur mit einer Algorithmusausgabe, nämlich den passenden Objekten aus Algorithmus Wald auswählen. Gebe ich ein, verschnitten. Und hoppla. Jetzt wird ein Zwischenergebnis rausgeschrieben. In einem nächsten Schritt müssen in einem nächsten Schnitt sollen um die Fläche der gesamten Waldflächen einer Gemeinde zu ermitteln, soll das Ganze mit einem Dissolve-Werkzeug verschmolzen werden. Nach dem Gemeindeschlüssel, dann erhalte ich sozusagen ein mehrteiliges Objekt mit der berechneten Waldfläche und hier wird die Waldfläche über den Feldrechner berechnet. Da sehen wir wieder eine Algorithmusausgabe als Eingabe. Hier wird über die Standard-Feldrechnerfunktion $Area die Fläche berechnet. Und auch hier schreibe ich eine Ausgabe. So, das heißt, ich kann über diese Teilausgaben mein Ergebnis überprüfen. In diesem unfertigen Modell wird jetzt nur verschnitten und berechnet herausgeschrieben, damit wir noch einmal sehen, wie diese Zwischenergebnisse aussehen, bevor ich ins SQL übergehe. So, jetzt starte ich das unfertige Modell. Wieder mit den gleichen Eingaben. Und jetzt sehen wir, dass hier ein Layer herausgeschrieben worden ist, wo die Waldflächen auf die Gemeinde zugeschnitten worden sind. In der Attributtabelle sehen wir sozusagen, dass es hier viele Waldschnipsel gibt der Stadt Marburg. Und in einem nächsten Schritt wurden die jetzt praktisch zusammengefasst. Jetzt ist hier nur noch ein mehrteiliges Objekt Marburg mit der Waldfläche. Und wenn jetzt diese Geometrie über den Regionalschlüssel wieder an die Gemeindegrenzen angejoint wird, kann ich natürlich die Gemeindefläche berechnen und auch den Waldanteil. Das wären sozusagen die nächsten zwei Schritte, bei denen dann dieses Ergebnis wieder herauskommt. So kann ein Ablauf im QGIS Modeler gestaltet werden. Wenn ich das Ganze jetzt über SQL umsetze, denn da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, auf meine DB-Verwaltung zuzugreifen. Da habe ich noch ein Fenster offen. Und über die DB-Verwaltung kann ich eben SQL eingeben, speichern und schreiben und auch neue Sichten herausgeben oder neue Tabellen erzeugen. Ein bisschen Nachteil ist, dass ich hier tatsächlich nur eine Abfrage auf einmal eingeben kann und keine ganzen SQL-Skripte. Jetzt habe ich hier praktisch mal diese Waldgeschichte hier aufgerufen, sogar noch mit einer Zusatzfunktion, die Waldfläche pro Einwohner berechnet. So. Deswegen, da ich hier nicht weitere Befehle mehrere Befehle hintereinander ausführen kann und da ich eine Tabelle in dieser Vorführung immer neu anlege und lösche und deswegen daher mehrere Befehle eingeben möchte, mache ich das hier nicht drin, sondern in einem externen Tool DB-Browser für SQLite. Da drin werde ich das Ganze ausführen. Das ist ein externes Werkzeug. Download-Link ist da auf unserer, an der Stelle, wo wir es auf der ersten Folie gezeigt haben. Ich habe hier schon einen Layer vorbereitet, den Layer Waldschnitt. Der ist momentan noch leer,
beziehungsweise die wird neu erstellt. Und jetzt gehe ich hier in diesen DB-Browser und wir sehen schon, dass ein kleines SQL-Skript vorbereitet ist. Ganz viele Sachen sind hier auskommentiert oder über Kommentare erläutert. Und das, was wir uns jetzt anschauen, ist dieser Abschnitt. Als erstes benötigen wir auch im SQL eine Eingabe. Und die Eingabe wäre in diesem Fall das DLM 250. Die erste Eingabe. Und wir wollen jetzt einfach nur die Waldfläche ausgeben. Und da sehen wir, dass hier steht where W-Nutzung gleich AX Wald. Das ist praktisch das Gleiche, was in diesem Ausdruck hier angefordert worden ist. Und das ist praktisch das, was wir eben aus dem Ausdruckseditor kennen, die Where-Klausel, mit der bestimmte Zeilen ausgewählt werden. So, das heißt, wir sagen jetzt von dem DLM 250, hier links sieht man übrigens in der Datenbank die einzelnen Layer in der Specialite SQLite Datenbank. Und Basis im SQL ist immer eine Auswahl, das heißt, das Ganze geht los mit Select. Ich stelle hier noch eine automatische ID und er schreibt hier jetzt die Geometrie, WGeom, weil in den Datenbanken hat ja alles eine Tabellenstruktur und das, was wir in der QGIS-Attributtabelle, wenn wir sie aufrufen, nicht sehen, ist die Spalte, die dort die Geometrie enthält, nämlich die Geometriespalte, die heißt in diesem Fall Geom. Damit wir sehen, dass da auch eine Geometrie drin ist, wird jetzt hier über AS-EWKT auch noch eine menschenlesbare Geometrie ausgegeben. Und wenn ich jetzt diese Abfrage ausführe, das ist praktisch dieser Teil hier, wenn ich das hier so markiere, dann wird nur dieser Teil auch ausgeführt. Dann sehe ich, dass wir eben hier eine Geometrie haben, also dass wir praktisch in dem GIS-Kontext drin sind. Diese beiden Zeilen hier oben, with-Verschnitt und select-from-Verschnitt, das ist sozusagen eine Unterabfrage. With definiert eine Unterabfrage, auf die in der zweiten zugegriffen wird. Das brauche ich gleich, damit das Ganze nicht zu unübersichtlich wird. So, jetzt wollen wir unseren ersten Schritt durchführen, nämlich wir wollen jetzt praktisch die Waldfläche, so wie wir das eben im Modeler gemacht haben, herausschreiben. Und das können wir ganz einfach tun, indem wir jetzt an den Eingaben noch etwas ändern. Und zwar, das bleibt erstmal so. Wir gehen jetzt einmal hin und ändern hier oben noch was, nämlich hier oben wird die Tabelle Waldschnitt gelöscht und dann wird eine neue Tabelle Waldschnitt hergestellt. Und die können wir uns dann gleich entsprechen. Da sage ich jetzt erstmal gar nicht zu, so viel zu. Jetzt führe ich diese gesamte Abfrage einmal aus. Schreibe die Änderung und wechsle in das QGIS-Projekt und gucke jetzt mal gleich, ob was passiert. Ja, wir sehen jetzt hier, dass auch hier die Waldfläche herausgeschrieben worden ist. So, jetzt ist hier aber auch noch nichts verschnitten und so weiter. Das ist eine einfache Auswahl. Da bräuchte man jetzt eigentlich gar nicht so Geoverarbeitungswerkzeuge im SQL für diesen Schritt. Jetzt ändern wir das Ganze aber und verschneiden die Waldfläche mit den Gemeinden. So. Na, das wollte ich eigentlich jetzt noch gar nicht machen. Als erstes müssen wir natürlich die Eingabe ändern. Wir brauchen nämlich auch die Gemeinden. Die Gemeinden bekommen hier den Alias G, das ist das erste, und über einen Join wird das DLM 250 angehängt. So, bei diesem Join geht das Ganze nicht über ein gemeinsames Schlüsselfeld, sondern bevor wir die Verschneidung machen, schränken wir erstmal ein. Alles soll nur gemacht werden für die Flächen, wo sich jetzt auch Gemeinde und Wald überschneiden. Nutzung gleich Wald bleibt bestehen. Und jetzt sehen wir, dass in der SQL-Syntax auch Geoverarbeitungsfunktionen vorhanden sind, nämlich st-intersection.
Das ist die klassische Verschneidung. ST-Intersection, Geometrie A und Geometrie B, also G Gemeindegeometrie, W Waldgeometrie, wird zu einer neuen Geometrie Geom verschnitten. Von den Gemeinden, wenn sich Gemeinde- und Waldflächen überschneiden, damit nicht ganz viele leere Zeilen entstehen. Und auch diesen Befehl setze ich jetzt ab. Einen Moment. So, kleines Problem behoben. Auch hier sehen wir jetzt, dass wir die Waldgeometrie haben, aber zugeschnitten auf die Waldflächen. Und wenn ich mir das Ganze jetzt in der Attributtabelle anschaue, kann ich auch erkennen, dass hier sozusagen ganz viele Marburg-Schnipsel vorhanden sind. Wenn ich jetzt weiter in die Geoverarbeitung hineinschaue, dann könnte ich jetzt auch, so wie wir das im Modeler gemacht haben, die Waldflächen verschmelzen mit dem Werkzeug ST-Union. Das ist praktisch das Dissolve-Werkzeug. Eine Aggregierungsfunktion, eine Aggregatfunktion. Wenn ich aggregiere, muss ich natürlich auch mitteilen, womit ich jetzt aggregiere. Und das ist in diesem Fall die Spalte Regionalschlüssel, also die eindeutige Kennung der Gemeinde. So, wenn ich das jetzt hier umsetze, dann bekommen wir einen verschmolzenen Layer, wo es nur eine mehrteilige Geometrie je Gemeinde gibt. So, schreiben die Änderung. So, und auch in diesem Fall ist die Gemeinde zugeschnitten, also nicht nur zugeschnitten, sondern verschmolzen für jede einzelne Gemeinde. Und wenn ich jetzt in die Attributtabelle hineinschaue, sehe ich, es gibt nur noch ein Waldschnipsel. Jetzt können wir auch hierfür die Flächen berechnen. Nur ist es so, dass natürlich dieser Dissolve-Vorgang relativ viel Rechenzeit braucht. Noch schlauer wäre es, wenn wir die Fläche zunächst berechnen für die verschnittenen einzelnen Waldschnipsel und dann das Ganze entsprechend. Ich kann von der Geometrie die Fläche berechnen über die Funktion stArea, ähnlich wie $Area im Ausdruckseditor. Wenn ich das Ganze durch 1 Million dividiere, bekomme ich Quadratkilometer. Und im nächsten Schritt summiere ich das Ganze und runde das noch einmal. Und das Ganze wird zur Spalte Quadratkilometer Wald. Das heißt, ich führe diese Intersection durch, gruppiere das Ganze, aber gehe gar nicht dazu über, jetzt vorher eine verschmolzene Waldfläche zu erzeugen, sondern ich berechne jetzt an dieser Stelle schon gleich die gesamte Gemeindefläche, auch wieder bei stArea Geom durch 1 Million, aber von der G-Geometrie, von der Gemeindegeometrie, während ich hier die Fläche verrechne von der Verschneidung von Gemeinde- und Waldgeometrie. Das heißt, eine weitere Spalte gibt es jetzt, Quadratkilometer und Quadratkilometer Wald. Und jetzt muss ich ja nur noch diese Teilfläche durch die Gesamtfläche dividieren, mal 100, und ich habe den Anteil. Da das ein sehr unübersichtlicher Ausdruck wird, habe ich gesagt, das nehme ich hier nochmal in diese Unterabfrage. Und statt jetzt mit dem Sternchen alles aus der Verschnittabfrage zu nehmen, wähle ich jetzt diese Spalten, die wir dort erzeugt haben, und dividiere Waldquadratkilometer durch Gesamtquadratkilometer, multipliziere das mal 100 und bekomme so meinen Anteil. Für leere Gemeinden ganz ohne Wald, damit kein Nullwert da steht, kommt hier noch über if 0, 0, wird das Ganze umgewandelt in eine arithmetische 0.
Ich hole noch die Gemeinde und jetzt bekomme ich, da ich die Geometrie ja in diesem Fall, habe das aber noch gar nicht gemacht, aus der Gemeinde Geometrie nehme, weil hier habe ich ja nur die Fläche berechnet der Gemeinde, hier habe ich die Fläche berechnet der Waldflächen je Gemeinde und jetzt schreibe ich nochmal die unveränderte Geometrie heraus. So, wenn wir das jetzt durchführen, dann bekommen wir wieder eine Geometrie mit Gemeindeabgrenzung, aber eben die Berechnung der Waldfläche und des Anteils. Das schauen wir uns jetzt gleich an. So, jetzt haben wir hier wieder eine Gemeindegeometrie und die sozusagen jede Gemeinde mitnimmt. Und wenn ich jetzt hier hineinschaue, dann sehe ich, dass wir auch hier den Waldanteil haben, die Quadratkilometer Wald und die Gesamtquadratkilometer hier oben sind die gemeindefreien Gebieten, Gebiete in Hessen, die sozusagen praktisch nur aus Wald bestehen. Die Werte sind die gleiche wie in dem Layer, den wir gerade eben hier über den Modeler gemacht haben. Dazu kann ich jetzt einmal den Stil übertragen. Und hier hat sich sozusagen nichts Wesentliches geändert. Also wir sehen, wir können die Geodatenverarbeitung, die wir im grafischen Modeler mit GIS-Werkzeugen im QGIS durchführen, genauso auch über räumliches SQL durchführen, hier das Ganze auch noch schön kommentieren und eben auf diese Skript jederzeit wieder zugreifen. Ja, das war hoffentlich für Sie ein interessantes Beispiel. Wir hören uns vielleicht zur Fragestunde nachher. Jetzt übergebe ich an den Bernd Markus. Sehr verehrte Voskis-Gemeinde, ich begrüße Sie recht herzlich an den Bildschirm und zu meinem Vortragsteil für das automatisierte Geoprozessieren mithilfe des QGIS-Modellers sowie Spatial SQL. Ich möchte Ihnen hier das Erzeugen eindeutiger Grenzlinien aus Polygonen vorstellen, welche nach ihren Sachdaten in hierarchisch abgestufte Verwaltungseinheiten gegliedert sind. Hierzu möchte ich Ihnen eine forstliche Anwendung vorstellen, bei der die einzelnen Grenzlinientypen für eine Forstgrund- bzw. Wirtschaftskarte aus Polygonen von Revierdaten erzeugt werden. Hier sehen Sie einmal eine solche forstliche Wirtschaftskarte. Wir finden den Wald eines Waldbesitzers und die Gesamtheit der Bestände bildet das Revier. Ich zoome einmal hier in die Szene rein. Die Revieraußengrenze wird gekennzeichnet mit einer schwarzen Linie und weißen Punkten. Das Revier wird zur besseren Orientierung unterteilt in Abteilungen. Diese werden durch eine schwarze Linie mit schwarzen Punkten dargestellt. Die Abteilungen nehmen die einzelnen Forstbestände auf, die sogenannten Unterabteilungen, gekennzeichnet mit einer schwarzen Linie. Und zur Ausweisung besonderer Bestandesmerkmale können wir auch noch Unterflächen heranziehen. Diese werden dann dargestellt mit einer schwarz gestrichelten Linie. Diese Linienführung möchte ich nun auf diesen Layer übertragen. Wir erinnern uns, QGIS selbst nutzt das Simple Feature Object Modell und dadurch haben wir keine Topologie. Das bedeutet, dass bei der Konvertierung von Polygonen zu Linien bei benachbarten Polygonen eine doppelte Linienführung vorliegt. Und diese sich überlagernden Linien müssen wir halt herausrechnen. Hierfür habe ich ein Modell vorbereitet und ein SQL-Skript. Das werde ich nachher vorstellen. Ich werde auf jeden Fall erst auf das Modell eingehen und Ihnen auch die einzelnen Zwischenergebnisse vorstellen. Ich möchte jetzt allerdings nochmal eben kurz auf den Datensatz hier eingehen. Wir haben also den Layer FGK mit Holzboden- und Nichtholzbodenflächen sowie landwirtschaftlichen Flächen und noch Gewässern. Die Sachdaten sind relativ einfach aufgebaut, die habe ich halt ziemlich abgespeckt. Wir finden hier den Betriebsflächentyp, also landwirtschaftliche Flächen, Holzboden, Nichtholzboden. Und auffällig ist, dass die landwirtschaftlichen Flächen und auch hier die Wasserfläche keine weiteren Attributwerte mehr aufweist. Die sind also alle ausgenallt. Der Holzboden und Nichtholzboden trägt jedoch die Abteilung, die Unterabteilung und Unterfläche. Die Unterabteilung gekennzeichnet mit einer Ziffer
Die Abteilung gekennzeichnet mit einer Ziffer, die Unterabteilung mit einem Buchstaben, die Unterfläche ebenfalls mit einer Ziffer. Und die Abteilung 27 nimmt die Unterabteilung A, B und C auf mit den jeweiligen Unterflächen. Wechseln wir einmal in das Modell. Das habe ich abgespeichert unter Projektmodelle, Grenzdarstellung. Ich rufe das Modell einmal auf. Und wir erwarten als Eingabelayer ein Polygonlayer, nämlich die Revierdaten, also bei uns der Layer FGK. Und aus diesem Layer, aus dem gesamten Polygon, müssen wir nun die einzelnen Verwaltungsebenen herausrechnen. Dieses erfolgt mit dem Algorithmus Aggregieren. Den rufe ich einmal auf. Der Algorithmus erwartet auch einen Eingabelayer. Und zwar nach Modelleingabe. Und die Modelleingabe sind entsprechend die Revierdaten. Da ich alle Polygone des Reviers zusammenfassen möchte, gebe ich keinen weiteren Ausdruck hier zur Gruppierung an. Somit erhalte ich tatsächlich ein zusammenhängendes Polygon bzw. Multipolygon. Und der Ausgabetabelle gebe ich noch eine zusätzliche Spalte mit auf den Weg, und zwar vom Namen Typ, um entsprechend die Hierarchieebene eindeutig auszuweisen und gegenüber den anderen Betrachtungsebenen abzugrenzen. Als Quellausdruck, also als Wert, setze ich Ref für Revier ein. Und da wir hier einen eindeutigen Wert haben, ist die Aggregatfunktion bzw. das Trennzeichen nebensächlich bzw. hier obsolet. Gleiches gilt für die Abteilungen. Auch hier wieder der Eingabelayer Revierdatenpolygon aus unserer Eingabe. Doch diesmal aggregiere ich nach der Spalte Abteilungen. Gleiches Spiel. Auch diese Tabelle bekommt halt eine zusätzliche Spalte mit Namentyp. Und als Quellausdruck setze ich als festen Wert Abteilung ein. Das gleiche gilt für die Unterabteilung, also ich aggregiere nach der Unterabteilung, hier als fester Wert Unterabteilung und auch für die Unterfläche, Unterfläche, Unterfläche. Okay, schauen wir uns das Ergebnis dieser ersten Prozessebene einmal an. Das sähe dann folgendermaßen aus. Hier mein Multipolygon für das Revier, die Abteilung, Unterabteilung und die Unterfläche. Und zurück im Modell kommen wir halt zur zweiten Prozessebene, wo entsprechend die aggregierten Polygone in Linien umgewandelt werden. Hierzu rufen wir den Algorithmus Polygon zur Linie auf. Kann ich mal eben eingeben. Den würden wir dann hier finden. Und auch hier erwarten wir einen Eingabenlayer natürlich, aber weitere Parameter brauchen wir erst gar nicht einstellen. Das gleiche gilt für die Abteilung und für die Unterabteilung und Unterflächen brauchen wir uns das gar nicht angucken. Also einfach, oder ich zeige Ihnen jetzt halt das Zwischenergebnis dieser zweiten Prozessebene. Und auffällig ist sofort, dass sich die Abteilungsgrenzen mit der Revieraußengrenze überlagern. Allerdings überlagern sich auch die Abteilungsgrenzen mit den Unterabteilungsgrenzen und zudem finden wir dann noch in den einzelnen hierarchischen Linien ebenfalls nochmal Überlagerung vor. Hier zum Beispiel bei den Unterflächen haben wir hier oder hier sich überlagernde Linienführung. Das können wir einmal uns in den Darstellungen anschauen, wenn ich einen Versatz einstelle. Sie sehen bei einem Versatz, dass die doppelte Linien oder durch die doppelte Linienführung die Linien auseinanderdriften. Um einfache Linien zu erhalten, müssen diese also an ihren Knotenpunkten aufgesprengt werden. Hierfür nutzen wir den Befehl Dissolve oder im Deutschen Auflösen.
Und neben dem Sprengen der Linien an den Knotenpunkten werden die beiden Eingangslinien zu einer Linie zusammengefasst, so dass nur noch eine einzige Linie vorliegt, also eine komplett neue Geometrie generiert wurde. Hier haben wir Auflösung der Linien der zusammengefassten Abteilung. Auch hier geben wir keine weiteren Parameter an, sondern nur den Eingabelayer, den wir dann hier finden. Gleiches gilt dann auch für Auflösen von den Unterabteilungen und den Unterflächen. Das Revier müssen wir jetzt nicht, oder die Linien des Reviers müssen wir jetzt nicht nochmal zusätzlich mit aufnehmen, da die Revierlinien schon eindeutig vorliegen. Nach dem Auflösen sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Wir haben immer noch sich überlagernde Grenzlinien. Den mache ich mal weg. Und in einem abschließenden Schritt müssen wir nun die Differenz herausarbeiten zwischen einem Linientyp und seiner hierarchisch höher gestellten Linie, sodass wir bei den Abteilungen kann man es schlecht sehen, aber bei den Unterabteilungen und Unterflächen, die Unterabteilungslinie ist halt hier orange gekennzeichnet, dass wir tatsächlich nur noch diese Liniensegmente von den Unterabteilungen in diesem Fall zurückerhalten. Für die Unterabteilungen in diesem Fall hier die orangenen Linien. Wir nutzen also den Befehl Differenz und ziehen, um die eindeutigen oder beziehungsweise Linienfragmente der Abteilungen zu erhalten, von den Abteilungslinien die Außengrenze des Revieres ab. Ebenfalls für die Unterabteilung. Hier ziehen wir die Abteilungslinien ab und von den Unterflächen, von den Linien der Unterflächen ziehen wir dann entsprechend die Linien von der Unterabteilung ab. Die Reihenfolge ist hier natürlich zwingend einzuhalten. Das Ergebnis dieses Arbeitsschrittes wäre dann folgendes. Ich habe jetzt hier einfach nur die Außengrenzen des Reviers und der Abteilung gegenübergestellt. Und zum ersten Mal haben wir hier keine doppelte Linienführung mehr vorliegen. Ähnliches gilt für die Unterabteilungslinien und für die Unterflächen. Im fünften und letzten Arbeitsschritt wollen wir die Zwischenergebnisse zu einem einzelnen Vektorlayer zusammenführen und geben das Ganze dann als Layer Grenzen aus. Aber auf dem Weg zum QGIS-Kartenfenster wollen wir noch einen Darstellungsstil dem neu erzeugten Vektorlayer mit auf den Weg geben. Hierfür ist nochmal eine weitere Eingabe im Modell erforderlich, und zwar vom Typ Dateiordner. Ich rufe das einmal auf. Und als Vorgabewert wähle ich eine QML-Datei, also eine Darstellungsregel, aus. Neben dem Vektorlayer als Eingang, den ich hier auf Vektorlayer zusammenführen aus der Algorithmusausgabe gewählt habe, nutze ich also hier noch die Stildatei nach Modelleingabe und kann somit die QML-Datei ansprechen. Dies ist also voreingestellt. Ich starte das Modell einmal, voreingestellt auch schon die Forstgrundkarte und dann entsprechend der Pfad zur QML-Datei. Das Skript ist durchgelaufen und ich schaue mir noch einmal das Protokoll an.
Hier interessiert mich die Ausführungszeit. Diese liegt bei ungefähr 2,4 Sekunden. Ich schließe das Ganze, wechsle wieder in die Kartenansicht. Ups, da ist mein Grenzenlayer. Schalte ich einmal aus. Und nun haben wir den entsprechenden Linienstil, den wir vorhin auf der Forstwirtschaftskarte gesehen haben, ebenfalls für dieses Forstrevier realisieren können. Mithilfe des Modells. Die Tabelle von Grenzen sieht dann so aus, dass wir halt die Unterflächen, Unterabteilung, Abteilung und Revier entsprechend vorliegen haben. Es wird nun Zeit, sich einmal den SQL-Code anzuschauen. Hierzu gehe ich in die Datenbankverwaltung. Die Verbindung zu meinem Geo-Package habe ich schon einmal hergestellt. Hier unten finden wir die Revierdaten, SDK. Und ich sehe gerade, dass ich nun ganz schön auf die Tube drücken muss, da die Prozessfolgen ähnlich aufgebaut sind, beziehungsweise die Arbeitsschritte gleich sind wie bei dem Modell, sprich das Gruppieren der Flächen, das Konvertieren der Polygone in Linien, das Zusammenfassen bzw. Aufsprengen von Linien und hinterher die Differenzbildung sowie das Zusammenführen der einzelnen Linien, werde ich hier nur ganz kurz auf den SQL-Code eingehen. Ich nutze hier sogenannte Common Table Expressions. Diese fungieren im Endeffekt halt wie temporäre Views, bloß dass die Gültigkeit dieser Common Table Expressions auf die Laufzeit der Abfrage beschränkt ist. Innerhalb der Abfrage können wir von überall auf diese Common Table Expressions zugreifen, wodurch wir SQL-Code sehr gut strukturieren können und es uns ermöglicht wird, auch längere Prozessfolgen in einer einzigen Abfrage zu realisieren. Eingeleitet werden diese Common Table Expressions mit der sogenannten With Clause und definiert werden die Common Table Expressions einmal A mit einem Tabellennamen und einer Auflistung von Attributen. Die nachgestellte Select-Anweisung oder das Ergebnis der nachgestellten Select-Anweisung wird so dann halt zurückgeleitet in die Common Table Expression, so dass entsprechend auf dessen Inhalt zurückgegriffen werden kann. Also, zuerst gruppieren wir einmal die Polygone nach ihren Hierarchieebenen. Dies geschieht halt mit dem Befehl st-union. Und in einem anschließenden Schritt bilden wir die Grenzen der zusammengefassten Polygone und stellen hier noch einmal ein st-union voran, sodass diese zusammengefassten Grenzen an ihren Knotenpunkten bzw. an ihren Schnittpunkten aufgesprengt werden. Und st-union verhält sich hier genauso wie Auflösen oder Dissolve, dass dann aus dieser doppelten Linienführung halt eine einzige verschmolzene Linie wird, also eine neue Geometrie zurückgegeben wird. Hier definiere ich auch den entsprechenden Hierarchietypen oder Verwaltungstypen hier für das Revier. Bei den Abteilungen ist es ähnlich aufgebaut. Polygone zusammenfassen, Linie bilden, Linien sprengen und zusammenführen. Und somit kommen wir auch schon zur Differenzbildung. Hierbei selektiere ich in dem Fall aus zwei Tabellen. Einmal hier bei der oder für die Abteilungslinien aus den Reviergrenzen, also den Linien der Reviergrenze. Hier vergebe ich ein Alias namens A. Und entsprechend die Abteilungslinien, die bekommen den Alias B. Und über den Alias kann ich jetzt nun die einzelnen Spalten der zugrunde liegenden Tabellen eindeutig ansprechen. Ich gebe also hier den Abteilungstypen zurück und bilde die Differenz von der Abteilungsgeometrie, also den Abteilungslinien, und ziehe hiervon die Reviergrenzlinien ab. Analog hierzu ebenfalls Abteilung, Unterabteilung bzw. die Differenz von Unterfläche und Unterabteilung. In einem abschließenden Schritt vereinen wir nun die einzelnen erzeugten Grenzen, der einzelnen Grenzlinien mit Union und st-line-merge ist ein zusätzlicher Befehl, damit einzelne Liniensegmente
beziehungsweise Linienabschnitte, die aus mehreren Segmenten bestehen, halt zu einer einzigen Linie zusammengefasst werden. So, ich führe das Ganze mal aus. Wir haben eine Ausführungszeit von ungefähr 0,2 Sekunden. Das ist über das Zehnfache schneller, als es im Modell der Fall war. Jetzt würde ich eigentlich den oder dieses Abfrageergebnis als neuen Layer laden. Ich muss allerdings sagen, QGIS ist nicht in der Lage, aus CTE gesteuerten Abfragen einen neuen Layer zu erzeugen. Das soll mich allerdings jetzt auch gerade nicht stören. Ich erzeuge schnell einen neuen Geopackage-Layer beziehungsweise eine Tabelle mit Create Table ausführen, füge noch eine Geometrie-Spalte hinzu und damit QGIS halt diese Tabelle auch als Layer ansprechen kann, benötigen wir noch einige räumliche Trigger. Ich aktualisiere noch einmal die Verbindung. Hier haben wir den Grenzlinien oder die neuen Grenzlinien. Die Tabelle ist natürlich leer, weil wir die Tabelle noch füllen müssen. Zurück in unserer alten Abfrage. Kommentiere ich hier den Insert into Befehl einmal aus, beziehungsweise ich nehme den Kommentar raus. Also unsere Abfrage wird nun in den Grenzlinien-Layer hineingeschrieben. Ich führe das Ganze aus. Wechsel zurück zu QGIS. Noch eben einen Doppelklick. Jetzt haben wir die Linien auch vorliegen. Hier sehen wir schon mal die einzelnen Linien. Und diese färbe ich auch nach den bekannten Darstellungsregeln ein. Dafür hatte ich ein Modell auch geschrieben, ähnlich wie Sie das aus dem vorigen Modell kennen. Ich starte das Ganze und habe nun eine Liniendarstellung, wie wir sie vorhin aus dem Modell erkennen. So, das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe damit zurück an die Moderation.